Wir möchten kurz die Funktionen und die Bedienung von RTV anhand eines handelsüblichen Tablet-PCs zeigen. Das Tablet wird eingeschaltet und zeigt dieses Startbild. Wir klicken jetzt in der Taskleiste auf den Browser, in diesem Falle Internet Explorer. Das RTV-Hauptmenü erscheint. Hier haben wir die Auswahl zwischen 6 verschiedenen Untermenüs, also 6 verschiedenen Unterhaltungsangeboten. Wir wählen zuerst Television. Hier kann man zwischen den verschiedensten Fernsehprogrammen auswählen, zum Beispiel ARD. Wir kommen nun problemlos auf das aktuelle Programm und sehen hier als Adword-Beispiel eine Overlay-Werbung. Wir gehen zurück und wählen als Beispiel den Sender Sat.1. Hier handelt es sich nun um einen werbefreien Kanal. Zu erwähnen ist hier auch, dass die Videos zu einer mit der aktuellen Uhrzeit abgestimmten Stelle springen, wodurch Live-Fernsehen mit vorproduziertem Inhalt simuliert wird. Zurück über die Home-Taste gelangen wir wieder ins Hauptmenü. Wir tippen auf die Rubrik Movies. Unter dieser Sparte stehen uns mehrere Spielfilme und Kino-Highlights zur Verfügung. Wir wählen einen Film aus und dieser wird dann durch einen kompletten Vollbild-Werbetrailer eingeleitet. Dieser ist nicht manuell zu beenden oder zu überspringen. Danach sehen wir werbefrei den kompletten Spielfilm. Zurück über die Home-Taste ins Hauptmenü. Über den Button Newspaper Magazines können wir uns nun ein digitales Magazin aussuchen und lesen. Dieses ohne Probleme vergrößern oder weiterblättern bzw. scrollen. Wir gehen zurück und wählen In-Flight Shopping. In-Flight Shopping ermöglicht dem Fluggast einen Blick auf alle Artikel, die im Bordshop angeboten werden, wie zum Beispiel Uhren, Sonnenbrillen, Schmuck oder auch kleinere elektronische Mitbringsel. Im Onboard Service kann der Passagier direkt über sein Tablet ein Getränk, einen Snack oder andere Dinge, die der Bequemlichkeit während des Fluges dienen, direkt bei der Stewardess bestellen. In der Flight Information kann der Benutzer auf Sicherheitshinweise zum Flug oder auch auf technische Details zum Flugzeug zurückgreifen. So einfach funktioniert RTV. Use it.